Hola amigos und Grüße aus Spanien. Ich habe mich entschlossen, das Plastik kurz nachzulackieren, sodass das alles einigermaßen vernünftig aussieht. Das hört sich ein bisschen idiotisch an und ist wahrscheinlich auch idiotisch, aber ich erhoffe mir davon, dass das Plastik durch die Lackierung vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht etwas witterungsbeständiger wird. Und außerdem ist es so, dass ich vom Kopf her das Gefühl habe, ich habe von unten alles picobello gemacht. So, das ist natürlich... Das ist natürlich eine ziemlich schnelle Nummer. Und dafür brauche ich auch weitaus weniger als eine Dose. Hola Houston, kein Problem! Na dann ist ja gut. Hola amigos und Grüße aus Spanien. Der Kanal Jetzt helfe ich mir selbst braucht dringend eure Hilfe. Klingt komisch, ist aber so. Um weiter existieren zu können, benötige ich wirklich jedes einzelne Abonnement von euch. Für euch ist das natürlich alles absolut kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Gleich welcher Art. Jederzeit widerrufbar. Aber das wusstet ihr ja natürlich bereits. Für mich ist das allerdings ein Unterschied wie zwischen Himmel und Hölle. Bitte helft mir mit eurem Abo. Zusätzlich die Glocke angeklickt und automatisch verpasst ihr nie wieder ein neues Video von mir. Danke für euer Verständnis und danke fürs Abo. Euer Pixel. Und außerdem möchte ich, dass das deutsche Sprichwort von außen hui, von unten pui, dass das nicht zutrifft, sondern dass das Auto von unten genauso gepflegt ist wie von oben. Und deswegen diese Aktion. Von oben ist natürlich noch jede Menge fällig, aber ich denke, man fängt immer an, man baut ja auch ein Haus mit dem Fundament, also man fängt immer unten an und arbeitet sich nach oben. Und das scheint, oder das denke ich, sollte auch hier so sein. Und damit sieht das dann schon mal richtig gut aus. Vor allen Dingen ist das irgendwie eine ziemliche Kopfsache. Also im Wissen, in einem sauberen Fahrzeug, was von oben neu lackiert wird oder wurde, das werden wir ja noch machen lassen, und was auch unten tipptopp ist, das fahre ich gefühlsmäßiger, so muss es heißen, ganz anders als ein Auto, was durchgerottet ist und von unten eine Ruine ist. Also wir haben hier sozusagen drei große Baustellen. Das ist einmal der Unterboden oder vier Baustellen sogar. Der Unterboden, das ist das Chassis von außen, das ist der Fahrgastraum von innen und natürlich der Motor. Und ja, den Motor, da haben wir schon vieles gemacht. Da sehe ich also nicht, was da noch groß gemacht werden sollte. Was also dringend gemacht werden muss, ist von innen und das Chassis von außen. Aber dazu kommen wir noch. Gott sei Dank ist es bei diesem Projekt so, dass ich unter keinem Druck stehe. In dem Moment, wo der Jimny meiner Frau kaputt ist, stehe ich unter Druck. Denn dann muss ich das Auto so schnell wie möglich reparieren, am besten übers Wochenende, damit sie montags wieder zur Arbeit fahren kann. Oder aber wir müssen uns einen Leihwagen nehmen, weil ihr der Porsche zu groß und zu unübersichtlich ist. Da hat sie Angst, damit zu fahren. Und ja, dann kommt nur ein Leihwagen in Frage. Und das werden wir in Zukunft nicht mehr brauchen, denn dann kann sie dieses Fahrzeug nehmen. Und ich kann dann auch stressfrei über mehrere Tage den Jimny reparieren, ohne dass ich da unter Druck bin, weil die Teile nicht rankommen oder weil ich länger brauche als erwartet und weil das Mietauto so viel kostet. Das haben wir ja jetzt einmal durch. Und ich hätte also wahrscheinlich nie ein Auto gekauft, ein drittes, nachdem ich
meinen Opel verschrotten musste, wären wir wahrscheinlich mit zwei Autos zufrieden gewesen. Aber dieses Auto, das habe ich ja schon bereits in meinem Anfangsvideo und in den ersten Videos erklärt, das ist mir ja sozusagen vor die Füße gefallen oder die Mutter Maria unbefleckt zu ihrem Kind gekommen ist. Also das waren ja sehr eigenartige und auch traurige Umstände. Aber ich versuche halt das Beste draus zu machen und werde dieses Auto jetzt schön machen. So, und ich glaube, mit dieser Arbeit ist der Unterboden von unten dann auch alles gut. Was ich noch machen werde, ist, dass ich alle, hier sieht man gerade so ein Silikon, oder Quatsch, Silikon, so eine Gummidichtung. Ich werde also alle Gummidichtungen nochmal mit einem Silikonspray einsprühen. Dann werden die also wieder ein bisschen geschmeidiger und gehen nicht so schnell, werden nicht so schnell rissig. Tatsächlich bin ich jetzt schon ganz vorne angekommen an der vorderen Stoßstange, beziehungsweise darunter, wo der Unterboden unter die vordere Lippe der Stoßstange eingefädelt ist. Das heißt, die Arbeit ist praktisch schon fast durch. Also das sind jetzt, wenn ich hier gucke, 5 Minuten 30 sind wir jetzt. Noch nicht, aber genau jetzt sind wir 5 Minuten 30. Also länger hat das nicht gedauert. Und die Sprühdose, die ich gekauft habe beim Chinesen, eine angebrochene hatte ich noch. Dann habe ich immer 4 in Reserve und habe eine dazu gekauft. Das heißt, ich habe genau 2,45 Euro bezahlt für diese Sprühdose und meine Reserve nicht angegriffen, denn wenn ich irgendwas reparieren muss und muss es dann lackieren, dann habe ich immer direkt Farbe im Zugriff. Deswegen bin ich immer bemüht, so Standardfarben wie Schwarz, Weiß, Blau, Grün auf Vorrat zu haben. Und wenn mein Vorrat dann schmilzt, dann kaufe ich wieder, dass ich ausreichend Vorrat habe. Das gilt also nicht nur für Farbe, sondern das habe ich auch für Silikon und für Klebstoffe, für Schrauben etc. pp. Ist immer gut, wenn man eine Reserve hat. Also ich bin so ein bisschen wie so ein Hamster. Das, was ich jetzt mache, sind praktisch die letzten Stellen, die ich kontrolliere, wo vielleicht die Farbe noch nicht richtig hingekommen ist, speziell an den Seiten. Und dann ist die Aktion auch schon fertig. Die Farbe vom Chinesen, das wisst ihr, die trocknet extrem schnell. Das hatte ich ja schon mal in den Videos gesagt. Die geht kaum noch ab, weil sie nämlich wahrscheinlich nicht wasserbasierend ist, sondern auf Chemie basiert. Das ist zwar nicht so umweltfreundlich, aber dafür hält das ewig, das Zeug. Also hier und da entdecke ich immer noch eine Stelle, wo tatsächlich keine Farbe ist. Die sprühe ich dann daran. Wenn ich daneben sprühe, macht das auch keinen großen Unterschied, weil ich habe ja den gesamten Unterbodenschutz mit Unterbodenschutzfarbe oder Unterbodenschutzmaterial oder wie auch immer man das bezeichnet, mit Unterbodenschutz behandelt, sodass alles schön schwarz ist und dass sich dort kein Rost bilden kann, denn das Fahrzeug ist ja von unten nahezu rostfrei. Nicht nur nahezu, es ist rostfrei. Rost gibt es tatsächlich nur oben am Schiebedach. Dann gibt es eine Roststelle am vorderen rechten Teil der Windschutzscheibe. Eine Roststelle unterhalb der rechten hinteren Fahrertür. Und Roststellen und Beulen an den Kotflügeln. Die Kotflügel habe ich schon bestellt. Die liegen schon bei mir in der Ecke. Ich werde also beide Kotflügel austauschen. Und wenn das alles dann durch ist, entsprechend damit zum TÜV fahren. Aber bevor ich zum TÜV fahre, braucht das Fahrzeug neue Reifen. Und zwar soll das Fahrzeug bereift werden mit 235-45 R17 93H. Das sind also die Reifen, die auch eingetragen sind. Und ich möchte gerne eine Tiefbettfelge mit einem 5x12 Lochkranz in 17 Zoll. Und das muss ich kaufen, weil auf die alten Felgen möchte ich keine neuen Reifen installieren. Das wäre verschwendetes Geld, da ich ja ohnehin neue Felgen und Reifen haben möchte. Ich habe also vor, die alten Felgen mit Reifen zu verkaufen. Dabei sind die vorderen Reifen allerdings abgefahren. Also wer Interesse hat, bitte melden.
So, zwei Dosen unten versprüht und die Welt ist in Ordnung. Und das sieht gleich tausendmal besser aus. Also, das war's. Ich verbleibe mit einem Tschüss aus Spanien.